Kommt jetzt nicht sowieso aber auch langsam jedes Mal echt erschöpft sein. Die müssen jedes Mal ein Stockwerk mehr laufen. One after another, everyone had made their way to the dining hall. Echt, man hätte wenigstens so freundlich sein können, einen Fahrstuhl einzubauen. Ja. And before too long. Bei der wäre garantiert auch wieder in irgendwelche Murder Cases involviert gewesen dann. It would appear everyone has returned. But still, it's just the six of us. That's barely enough for a decent volleyball team. Just a second. Hey, don't be sir. Sour. Sourpuss. Sourpuss? Ja. Was heißt das? Das habe ich auch noch nicht gehört, ey. Ja, ich glaube, so Miesepeter oder sowas ist das. Ah, okay, okay. We gotta think positive. Oh, sie hat wieder ihre positive Seite. Yay! Das heißt, sie verprügelt dich wieder wegen Essen. Nein! Das ist ihre hungrige Seite. denn du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Aber das ist Teil ihrer positiven Seite. Besides, even if one more person dies, we can still feel the basketball team. Ja, also niemanden würde es stören, wenn Toko stirbt. That's like reverse positive thinking. Anyway, there's no time to be depressed. For the sake of everyone we've lost, we have to do our best. We can stop all das this group nicht. Hug. Can we stop all this group hug nonsense? We need to find out what everyone discovered. Okay, fangen wir bei Hina an. Yeah. I checked all the windows on the fifth floor, front to back. That used to kinda be Sakura's job, but... Anyway, no dice. There were metal plates on all the windows, just like everywhere else. Correct. Which means no chance of escape on the fifth floor either. Ja, selbst wenn da keine drauf wären, keine metal plates, wer würde denn da aus dem fünften Stock springen? Naja, du kannst dir ja eventuell... eine Apparatur basteln oder irgendwie Seile oder was, womit du dich da abseilen kannst und so. Ja. Materialien haben sie ja da. So, Oder irgendwie eine Leiter sich basteln und dann da aufstellen oder sowas. Wobei, das muss schon eine ziemlich krasse Leiter dann sein. But when I was looking around, I realized something about the layout of the school. Reaction! Yeah. Reaction! What exactly did you notice about the layout of the school? Just a second. You took a good look around the fifth floor yourself, didn't you, Makoto? Huh? Why do you ask? So then. Yes, it's auch aufgefallen. Because if you did, you must have noticed. The fifth floor is lacking something every other floor has. Toiletten. Ja, eine Decke. Toiletten. Stimmt, das auch. Something on all the other floors, but not on the fifth floor? Are you talking about stairs? Ah, das heißt, das ist das letzte Stockwerk. Das letzte Stockwerk, ja. Das war das, was ich meine. There aren't any stairs leading up from the fifth floor. That's what you're talking about, right? Aber das Chemlab war, das Biolab war verschlossen. Mhm. Das heißt, da könnte theoretisch ein Treppenhaus hinter sein. Ja, gut. Does that mean the fifth floor is the end? Correct. We're finally starting to get a clear picture of the school. Da kämpfen die dann endlich gegen den Enderdrachen. All that's left now is to solve the underlying mystery. But that's the hardest part. Okay. Even if it's hard, we still gotta do it. Muss man es nicht gerade dann tun? Oder? Ist doch so. Ja. Yeah, Hina's right. Der stimmt zu, dass sie's tun müssen. Let's do something with the hard part now. Everything will be okay.
As long as we work together, I'm sure we'll make it out. We'll make it out of this. No, I'm not sure. But what? I'm sure we absolutely will make it out, no matter what it takes. Ich glaube, Toko sollten wir als letztes anreden, weil die bis jetzt nicht reden konnte und wir deswegen nicht wissen, was sie uns sagen wollte. Das ist die Einzige, die in einem Raum war, von dem wir noch gar nichts wissen. Hey. My concern is with the biolab. That was the only place in the fifth floor that we couldn't access. The biolab, huh? I wonder what's in there. Could it be... If this were like a cliché horror game, it would be some kind of creature, the final boss, or tyrant, or... But... We're not in a horror game, though. Either way, we don't need to worry about it at the moment. Genau, ihr seid in einem Murder-Mystery-Game. Don't bother thinking about something that can't be understood, no matter how much you think about it. Naturally. Vielleicht ist das der Ort, wo die ganzen Monokumas gezüchtet werden. Your tiny brains can only do so much, so focus on utilizing them efficiently. Im Falle von Makoto würde ich da zustimmen. Und dem Kiffer vielleicht. Ja, das ist wahr. Und Toko vielleicht. Aber wir wissen ja, dass Makoto zu viel Zeit damit verbringt, sich mit Details wie Regal B zu beschäftigen. Ich würde eigentlich da bei allen zustimmen, außer bei eventuell Kyoko. Mm. Ansonsten wirken alle anderen nicht sonderlich helle. Ja. Das musst du auch bei Hina eingestehen. Ja, klar. Well, I don't really like how you said it, but what you said is probably right. What? No, how I said it is right too. So, mit Bakula haben wir noch nicht geredet. Hm. By the way, did any of you find it? The other strange room on the fifth floor? Well, no. Strange is a massive understatement. The smell of flesh and fat and blood. The white outlines of countless corpses. It was more dreadful than anything I've encountered here so far. What the hell are you talking about? The smell itself was horrific, far beyond any normal murder scene. Everybody smell and concentrated. Huh? God, I'm glad I didn't see it. I feel like I'm gonna barf just hearing you describe it. But I mean, what the hell happened in that room? So, in other words... I can only think of one thing. A large group of people died right there in that room. A bunch of people were killed in there? I'm gonna... throw up? Hey, dude, the stop seriously ist gar nicht angekommen. Echt jetzt? Ja. Stop! Seriously! I'm gonna... throw up! It can't be. Perhaps that's what... was meant by... the biggest, most awful, most tragic event in human history. In human history? Ich weiß ja nicht. So viele Outlines waren da jetzt auch nicht. Das war aber auch nur das eine Zimmer. Ja. Er sagt ja, das Zimmer hat er so gelassen, wie er es gefunden hat. Und das war scheinbar das einzige Zimmer, was er so gelassen hat. You're thinking the same thing, then. My theory is...
The mass murder that took place in that room is the incident said to have happened 1 year ago. The awful scene in that room. That was the tragedy that happened a year ago? In other words... Precisely. The tragedy is another name for the genocide of the student hope... student body of Hope's Peak Academy. The student body? Ja, die Studentenschaft. Ach so. Also die ganzen Studenten. Quasi alle die Studenten. Studentenheit. Studentenschaft nennt man das. Ja. Auch ist ein Wort, was nicht so oft vorkommt. Ja, irgendwie. Schaft benutzt man nicht so oft. Das ist sexistisch. Warum heißt es Studentenschaft und nicht Studentenvulva? Tja. If that's true... It's all clear now. That would explain why Hope's Peak was forced to close its doors. Hey. I mean, I guess that all makes sense, but it's all just so awful. Just awful. Not just, das Not ist schon wieder nicht angekommen. Not just awful, super awfully awful. They're right, it's beyond awful. It's terrible, tragic, hopeless. Oh, jetzt hat er wieder ein paar Worte, mit denen er seine Trailer einsprechen kann. Ja. But still. Nee, bei den Trailer hat er immer nur deadly gesagt. Das war das einzige Wort. Mm. Mich hat und schon gewundert, dass er nicht deadly premonition dazwischen gehauen und hat. Und still war er auch nicht. How is that not... Wie komme ich jetzt auf Bacolas Voice? Keine Ahnung. How is it not one of us ever heard about something like that happening? Does that mean they really did cover it up? Oder die sind in Wahrheit in der Zeit, was weiß ich, wie weit vorausgereist, als sie irgendwie hier verschleppt wurden. Dann reden wir mit dem Gurkenmann als nächstes. Sie sind in einer Zeit, in der einfach alles schon, in der die Welt einfach schon untergegangen ist. Wir reden jetzt mit dem Gurkenmann als nächstes. Weiß nicht, bei Gakure muss ich immer an Gurke denken. Ich muss bei Gakure in erster Linie an Naruto denken. Mit Konoha Gakure und so. Ich habe Naruto nie geguckt. Aber ja. Ich finde, Gakure hat sowas Gurkenmäßiges. Da stecken halt die Wort von die Buchstaben von Gurke drin. Ja. Well, there's a big garden up on the fifth floor. And I found more than one thing to be worried about. A stupidly large plant, a chicken coop, and I know that what you're gonna say, but a tool shed. Müssen wir die Pflanze uns alles hinterfragen? Dreimal reacten. Lass einfach nicht machen. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, wir sollten es vielleicht doch machen. Der Vollständigkeit. Monokuma said that was a call. That was called a Monokuma flower. Even touching it seems dangerous, so we have to be careful. We're serious. It's totally a man-eating plant. I'm pretty sure it's different from the one that lives in the pipe, though. Ist es nicht auch voll komisch? Yes. Makoto guckt sich jeden einzelnen Raum an und sieht da alle, aber alle anderen haben sich nur einen Raum angeguckt. Ja, alle anderen gucken sich in der Zeit nur einen Raum an und haben trotzdem nicht mehr zu berichten, als wir bereits wissen. Ja. Also außer Hina, die berichtet hat, dass sie die Fenster überprüft hat. Die wir aber auch... Okay, die haben wir selber auch überprüft, oder? Mm. Keine Ahnung. Ja. Was meint er gerade mit der, die in der Pipe lebt? Anyway, that thing must benefit from the sprinkler system as much as anything else in there. Oh yeah, apparently the sprinklers come on every morning at 7:30 on the dot. Diese Sprinkler werden sowas von irgendwie in dem nächsten Mord involviert sein. Ja, da füllt einer Säure rein. Oder so. Nee, aber dass zum Beispiel dadurch es bewässert wird und das irgendwie ein Hinweis darauf ist,
wann etwas Bestimmtes passiert sein muss. Yeah, remember that? You don't want to get drenched and catch a cold. Yeah. Well, you don't have to worry. They say idiots never catch a cold, you know? Das ist sehr freundlich. Of course not, cause idiots never get wet. I think you're thinking of ducks. I'm starting to worry about you, Hiro. Can you tell me what 10 plus 10 is? Werden weibliche Idioten auch nie wet? Ich dachte mir auch so, hä? Die Form von wet ist ein bisschen seltsam. Aber gibt's nicht eigentlich den Spruch dumm fickt gut? Ja. Also irgendwie widerspricht sich das doch. Nun. Irgendeinen anderen Gedanken also jetzt auch noch. Ohne Taschenrechner, ohne Nachdenkzeit, wie viel ist 10 plus 10? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ja, siehst du, du bist nicht besser als Hiro. Du hättest bestimmt gesagt 20, aber das ist falsch. Es sind nämlich 111. What the heck? Hey, come on, you don't always have to call me dumb. I may have held back 3 times, but that doesn't make me stupid. But if it'll make you happy, I'll answer your dumb question. Huh? So, what was the question again? Oh no. Don't worry, you just answered it. So, bleibt nur noch Toko. Die nicht reden darf. Hey, Bakula, it seems like Toko wants to say something. What? So, why are you telling me? Hey. Well, cause you told her to zip it or whatever. Oh, I'd forgotten about that. Huh? Ja, aber Jesus, muss doch klar sein, dass sie das niemals vergessen wird. Yeah, I know you like torturing her, but come on. Well, Toko, if you want to envelop us all in your putrid breath. Ja, ich hab mich verlesen. Putrid breath, I won't stop you. Danke. Nicht, dass das, was ich angeblich gelesen habe, ein Wort wäre, aber ich kenne dieses Wort sowieso nicht, also. Er hat gerade quasi gesagt, wenn du uns alle in deinen fauligen Atem einhüllen willst. Faulig. Ja, irgendwas in der Art habe ich schon vermutet. Anhand wenn du uns alle in deinen fauligen Atem einhüllen willst. Ey, atmen tut sie doch auch so. You honor me, Master. And don't worry, I took care of the odor problem. Soll das heißen, sie hat sich die Zähne geputzt? Ja, das Geruchsproblem. Oh, sie hat sich mal gewaschen. Seriously? You're just gonna take it? Haben wir unseren Waschzuber noch oder hat sie den dafür geklaut? Weiß ich nicht. Ich glaube, den haben wir noch im Inventar. Shut up and don't interrupt me when Master and Mia talking. Okay, so what did you want us... what did you want to tell us? Well, I was in a classroom on the fifth floor and something caught my attention. It was this. Weißt du, du das hättest noch nicht mal den Mund aufmachen müssen, um das zeigen können. Zeigen. Ja. Ja, aber dann hätte Makoto eventuell gedacht, sie will ihn abstechen. Ja, aber das kannst du mit Gestik und so. Sie ist einfach dumm. A knife? Oh. Wow! That thing is huge! It's like Rambo size! Reden wir immer noch über das Messer? Hoffentlich nicht. What? It's a survival knife of some type. But what was it doing in a classroom? Well... How would I know? Very suspicious. What are you gonna use that knife for? What are you planning to do to us? I'm not gonna do anything. I just picked it up. I didn't want to leave a knife just laying around.
How about that? I'd rather have it laying around than in the hands of a serial killer. A serial killer, der nur mit Scissors tötet. Richtig. Und diese Scissors hat die auch die ganze Zeit dabei scheinbar. Und das vor allem, das ist ein Serial Killer, der tötet nur Cerealien. Don't compare me to her. I'm nothing like her. Naja, du jetzt bist sie. Jetzt wird sie zur. Jetzt wird sie zum Super Saiyajin, so wie das aussieht. Ja, aber sie ist doch sie. Listen, more important. Now that we have the knife, what are we gonna do with it? Naja. Ihr habt ja auch schon Kitchen Knives gehabt und so. Ja. Also, das macht jetzt nicht so den Unterschied. Aber das ist eins zum Ausweiden, oder? We can't let Toko keep it. That's for sure. We don't know what she might do. Wir können das Messer in Tokos Herz aufbewahren. What's your problem? I don't want it anyway. It's too dangerous. So, what to do? So then. Why don't you hang on to it, Makoto? Her? Me? Oh yeah, I totally trust Makoto to take care of it. Er ist sowieso der Dümmste von uns allen und weiß nicht mal, wie man das benutzt. Okay. Ja, er lässt sich am einfachsten übers Ohr hauen und dazu bringen, aus Versehen jemanden umzubringen. Ja, oder jemandem das Messer zu geben. Ja. Then that's that. Hold on. Don't I get a say? It's all clear. No. It just shows how much they trust you. You should do as they ask. Are you sure it's trust? I feel like they're just using me. Ich glaube, die trauen dir einfach nur nichts zu. Ja. Okay, so here you go, Makoto. They're acting like I already said yes. Fine. I guess there's nothing I can do. I'll just keep it in my desk drawer for now. Anyway. Ja, oder alle denken sich, wenn sie das Messer benutzen wollen, können sie es ihm am einfachsten wieder abnehmen. Ja. Anyway, that's all I wanted to say. Ich meine, Kyoko weiß ja sogar auch, wie sie einfach mal eben in unser Zimmer reinkommt, nachts. Ohne Erlaubnis. Also die kann sich das jederzeit einfach nehmen. Hey, Toko. Do I still have bad breath? Sorry. I'm sorry it stings. That's fine. Ich wollte gerade sagen, muss sie, um sich die Zähne zu putzen, nicht den Mund aufgemacht haben? Aber das durfte sie doch nicht. Das hat sie vielleicht vor dem Verbot. Ja, aber das Verbot hat sie ja scheinbar wegen des Mundgeruchs bekommen. Nein, sondern weil sie nervt. Ja, okay. You made a valuable discovery. Good job. Oh, jetzt geht hier eine ab. Her? Did the master just praise me? Hey, good for you. Nein, sie findet das ganz schlimm, weil sie will bestraft werden, weil sie ist eine Sie kann das nicht. I'm dreaming. I must be dreaming. That I would ever experience such a dream. Okay, sie ist doch nicht so sehr masochistisch. So strange. This is so strange. Really strange. Oh no. Sie hat legit einen Orgasmus davon bekommen, dass sie einfach nur gesagt hat, Jos, du hast es gut gemacht. Whenever I look at Toko these days, it makes me feel sad. Ey, wenn es dir so leicht fallen würde, davon schon einen Orgasmus zu kriegen, ne, dann ist das Potenzial an Freude, die du im Leben haben naja, kannst. Wenn du da für den Rest deines Lebens unterdrückt wirst. Ja, gut. Hey. The bio room was the only room locked to us on the fifth floor. Das haben wir alles schon gehört. Ja, okay. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Kiffer nochmal reden und auf die anderen Sachen reacten.
Jo. Ein Chicken Poop zum Beispiel. Oh ne, ich habe mich gerade voll verlesen. There were a bunch of chickens in the chicken coop, right? Achso, das sagt Makoto. Das sagt Makoto, aber ist egal. Jetzt habe ich schon vorgelesen. Ja. That's right, ich rede mit mir selber. Five chickens. I love chickens. Oh. Let's raise them big and fat. Then we can make fried chicken or barbecue. Decisions, decisions. Habt ihr nicht sowieso Essen immer genug da? Ja. Oh, or how about raw? Cause there's nothing fresher than raw, right? Statt nicht raw auch beim Biolab dran? Ja, aber nur mal ganz doof gefragt. Man sollte Hähnchen bzw. Hühnerfleisch doch niemals roh essen. Eigentlich nicht. Ist das Rohes nicht das einzige Fleisch, so ziemlich, ja, was man nicht roh essen darf? Kochen. Wegen Salmonellen und so, ne? Ja, sag mal, Hina, I'm pretty sure that would kill you. Und sie was? Macht sich über seine Intelligenz lustig. Ich wollte gerade sagen, er ist mal gebildeter in einer Hinsicht als sie. Aber er hat ja auch scheinbar einen Fetisch für Chicken. Ich dachte aber auch, er würde sich jetzt eventuell angegriffener davon fühlen, dass sie die Hühner, die er so schön findet, einfach essen will. You noticed it too, huh? That pickaxe? What? Huh? What about the pickaxe? Actually, I just noticed I ain't the sharpest tool in the shed. Well, there was a pickaxe in the Schultet, wollte ich gerade sagen. In the tool shed. And the words crazy diamond had been carved into the handle. Haven't we seen that phrase somewhere before? Ja. Yeah. Sie haben vielleicht einfach wirklich eine Zeitreise gemacht. Und aus der Gang wurde in Wahrheit, wurde dann irgendwann eine Firma gegründet. Und die haben Gartenwerkzeuge hergestellt. Unter anderem. Sind damit richtig bekannt und berühmt geworden. Who knows? Crazy Diamond? Yeah, that does sound kind of familiar, I think. It's true. I don't just think, I know. We've definitely seen that phrase before. Richtig, in der Rückblende von Mondos Motorrad. Where? Ah, that's it, I remember. Ach stimmt, auf seiner Jacke stand das auch. It was on Mondo's uniform, on the back of his jacket. His jacket said the same thing, right? Crazy Diamond. I see. You're absolutely right. But why would that be on the pickaxe in the garden? Could it be... Mondo must have snuck in there and done it, right? Aber wann? Ja, nachdem er gestorben ist halt. Da ist er als Geist da hingegangen und hatte nichts Besseres zu tun, als seinen Namen auf diese Pickaxe zu spuken. Ghost Mondo. Not possible. But we didn't have access to the garden until today. Hatten die, bevor Mondo Ghost gestorben Mondo. Ist, nicht mal Zugang zu dem Stockwerk davor? Ja, der war doch im zweiten Case. Also die hatten noch nicht mal das dritte Stockwerk, glaube ich. Und es ist jetzt das fünfte Stockwerk. Ja. Der hätte sich an einigen Locked Rooms durchmogeln müssen. That's right. Then maybe Mondo brought it with him when he first came here and Monokuma confiscated it. Halt, ne? Yeah. Whatever the reason, that's what stuck out to me in the tool shed. Ich finde es immer so schwierig. Mondo. Ich finde es immer so schwierig, die Leute auseinanderzuhalten, wenn sich wirklich nur der Name ändert, aber die Textbox ja. immer noch die gleiche Farbe hat. Ja. Ich muss sagen, ich tue mich halt vor allem bei so Worten schwer, die du nicht im regelmäßigen Sprachgebrauch drin hast. Hm. Well,
themenspezifisch einfach sind. What stuck out to me wasn't the pickaxe at all. Then what did? Didn't you see all the seats for marijuana? What I noticed was the lawnmower. I'm thinking maybe we can use it to call for help. Huh? How are you gonna call for help with a lawnmower? What the heck? I don't know, maybe I can use it to make crop circles or something. Und die sieht man dann durch das Dach oder was? What the fuck? Er hat einfach wieder nur nicht weit genug gedacht, glaube ich. Yeah, that's it! I'm gonna make crop circles! Well? And we can use those to call for help! What the heck's happened to you? You weren't like this in the beginning, you know? You know? Well, back then my personality hadn't quite solidified yet. Hina, riechst du das? Nein! Hina, riech mal meinen Finger! I didn't think it was possible, but I'm more disappointed in you than I've ever been. Than I have ever been. In you now. Jetzt kommt noch before. Was? Da steht disappointed in you. In you now than I've ever been. Die ist nicht einfach generell enttäuscht, sondern nur von ihm. Well, I think that's all the new information we have for now. Yo. So, what do we do? Well, starting today, you're all under my command. But before we proceed, I need to figure something out. No way. Jeez, how cocky can you be? You're gonna bust through the ceiling if your head gets any bigger. So, what's it you wanna figure out? Yoko's identity. Well, Kyoko's identity? But Kyoko is Kyoko, right? Yes, but who is she? The rest of us have a clear, definable reason for having been selected to attend Hope's Peak Academy. Ina's the ultimate swimming pro, Kiro's the ultimate clairvoyant. Was für mich kein Grund ist, irgendwie. Das ist nicht. Das ist kein Talent. Ich meine, der hat einfach Glück und liegt in 30% der Fälle richtig. Oder was war das? Ja, Makoto ist ja aber auch. Und das auch sogar bei Sachen, wo es nur eine 50-50% Chance gibt. Ja. Even Makoto is the ultimate lucky student. More unlucky than lucky these days, but... So, what about Kyoko? Can anyone tell me what she is? Now that you mentioned it, she's never told us. Jetzt sät er wieder Mistrust. Well, Kyoko doesn't really like talking about herself anyway, right? It's not matter of what she likes or doesn't like. It's matter of trust. Can you trust someone who's unwilling to reveal their true identity? We need to avoid raising any more unnecessary suspicion. So, Kyoko, it's time you told us. I can't. Huh? What? Why won't you tell us? Wrong. I didn't say I won't. I said I can't. What the heck? What do you mean? Dass ich selber nicht weiß, vielleicht. So... Because I don't remember. What? I have no memory of what I am. You have no memory? You mean... Amnesia? Oder sie ist im Biolab künstlich gezüchtet worden.
Jetzt gehen die Theorien los. If I thought you had a sense of humor, I'd say you were joking. But if this is a joke, I'm not laughing. This is very suspicious. You can't be serious right now, can you? Sag die mit der gespaltenen Persönlichkeit. Was so viel was so viel öfter vorkommt, wie dass Leute was vergessen. Ja, okay, nicht nur was vergessen, aber, ne? Was passiert häufiger? Amnesia? Oder vor allem eine gespaltene Persönlichkeit, von der einer ein gesuchter Massenmörder ist. Ja, also das ist jetzt auch nicht unbedingt Alltägliches. I knew you wouldn't believe me. That's why I didn't say anything. However. But it doesn't matter. Either way, the truth will make itself clear before we're done. What? So you have no intention of telling us? Then I can no longer stand by and do nothing. Hey. What are you going to do? Torture me? Hm. Nothing so barbaric as that. It's all clear now. I will simply limit your options. I can't allow you to engage in any further suspicious activity. What? Will sie ihn jetzt will er sie jetzt überwachen? Sie darf ihr Zimmer jetzt nicht mehr verlassen, oder was? Limit my options? Just give up. Give me the key to your room. But if she gives you her room key, she can't go to sleep in her room. In her room, she'll be breaking the school regulation. Nee, er will sie da einschließen. So verstehe ich das. And if she doesn't want that, she'll talk. It's easy. All she has to do is tell us about herself. Ja, aber wenn sie es doch nicht weiß. Ja, aber er glaubt ihr das halt nicht. Ihr denkt nicht, dass das eine Möglichkeit ist, dass sie es wirklich nicht weiß. Just hold on. A threat like that? That's fine. Fine. I understand. Hm. Good. You're finally in the mood for a conversation. Mir wäre es lieber, wenn die in der Mut für was anderes wäre. Sie gibt ihm jetzt den Schlüssel, wie ich verstehe. Without saying a word, Kyoko walked right up to Bakula and held out her room key to him. Ja, sie gibt ihm jetzt echt den Schlüssel. Ja, damit überzeugt sie ihn ja, dass sie die Wahrheit sagt. You damn fool! Why do you refuse to talk? Because whether I want to or not, I can't. All I can do is keep telling you that. So, maybe she really did lose her memory. If you really think about it, it doesn't sound totally impossible. Ich meine, ich habe auch schon mehrere Sachen vergessen. Wo bin ich? Was mache ich hier? Ich dachte, du sagst den letzten Satz mit dem ich glaube, ich habe auch schon mehrere Sachen vergessen, einfach nochmal. This is the worst school ever. Well, where only the worst stuff happens, right? Amnesia would fit right in. Ja, eben. The worst school where only the worst things happen? Do you really mean that? Huh? Hey. Can you really be sure that life here has been filled with only the worst things? What do you mean? Na, the power of friendship. Perhaps I've said too much. Kyoko then turned her back on us and without a word began to walk away. Come on. Where do you think you're going? Ja, nicht in ihr Zimmer. Goodbye. Don't worry, I'm not going to do anything to harm any of you. Those were her last words as she left. Kyoko's last words. Das klingt so, als wäre sie gestorben. Ja. The dining hall was silent. The only sound was the door opening and closing as Kyoko left the room. What the heck? What's her deal? But I think you went too far taking her room key like that. For her, that wasn't far enough.
But maybe she gets off on the attention. I can't believe her enjoying getting yelled at. Das sagt die Richtige. You're getting noisy again, Toko. Come on. Sorry, I can still hear you. The sound of your breathing, of your heart beating, it grates on me. Hey. Are you telling her to die? I mean, I know how you feel, but... But what's Kyoko gonna do now? Wenn er ihr jetzt befehlen würde, aufzuhören zu atmen und sie dadurch stirbt, ist das dann Selbstmord oder ist er dann der Schuldige? Ja, aber das zählt dann halt Selbstmord. Plus the situation is just like before. It's no different from when everyone started accusing Sakura. Ja, irgendwie ist das so ein bisschen ähnlich, ne? And I'm no different either. I still can't stop anyone. What the hell? Why are you yelling all of a sudden? Because, I mean... Ja, das bist du. Hat Discord das gerade verschluckt? Ja. Ja, ich habe gerade nichts gehört. Oh nein. It's you! Ich finde, das ist immer noch die dümmste Aussage überhaupt. Jedes Mal in irgendeinem Film oder Anime oder einer Serie oder sonst wo, jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, du bist es, dann denke ich mir, das würde doch niemand sagen. Nee. Weil das so eine offensichtliche Tatsache ist. So nach dem Motto, ach, du bist's nur, das verstehe ich. Aber du bist es! Ja, auf so eine schockierte Weise würde man das sagen. Man würde nur sagen, ach, du bist's. Weil man redet ja mit jemandem und sagt, du bist es. Als ob man nicht weiß, dass man selbst ist. How long have you been standing there? I'm very, very angry. Angry at what? At the thief. Yes, that's right. I'm very sad to have to tell you there's a thief in your midst. Wahrscheinlich Kyoko. What? Die hat vielleicht was mitgehen lassen, während wir ihn abgelenkt haben. My precious. They stole it. Your precious? Er wird jetzt Gollum oder was? Reality is filled with so much hardship, isn't it? No wonder people run away into their fantasies. But what the heck is your precious? Shut up! I hope all of you get stuck in a hiring freeze and die penniless on the street. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Ja, vor allem ist doch scheißegal, die haben gerade sowieso keinen Job und sind in der Schule, wo die alles kriegen, was sie brauchen. And he's gone. What the heck was all that about? He said something about his precious getting stolen. Does anyone have any idea what that might mean? It likely has something to do with Kyoko. Her? Who else other than her would be willing and able to steal something from Monokuma? Da hat er aber recht. Did Kyoko really steal something from Monokuma? Vielleicht. Did she not steal something, but did she iron something? Oh god. But if that's true, what was it? And why would she do that? Jetzt ist Nighttime, oder was? Bow, 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 bow. This is
the staff such, soon the doors to the dining hall. Okay then, sweet dream. Don't let the bed bugs bite. We need to get out of here. You know? We can talk about this more tomorrow and about Kyoko. However, after what just happened with Monokuma and Kyoko, I feel like there's something in the air. I would suggest you take extra precautions. Precautions tonight. Stay in your room, don't go wandering around. Ja, aber was macht Kyoko denn jetzt, wenn sie nicht schlafen gehen kann? Well. Ja. Not like we need you to tell us that. Obwohl, es gibt ja keine Regel, dass man nicht die Nacht durchmachen darf. Es gibt ja nur die Regel, dass man nur in seinem eigenen Bett schlafen darf. Das heißt, solange sie nicht schläft... Du darfst auch nicht in die Betten von den anderen Totenschülern gehen, oder? Ich glaube nicht. Nur in dein eigenes. Warte. Wo war das denn? Sleeping anywhere other than the dormitory. Du darfst auch nicht auf dem im Flur schlafen. Du darfst halt. Das wird für Kyoko hart sein, weil die hat die letzte Nacht durchgemacht, quasi. Sie darf theoretisch in Makotos Zimmer schlafen. Da wird sich Makoto sicher freuen. Weil da steht, sleeping anywhere other than the dormitory. Die dürfen halt nur keinen Sex machen. Ja auch, du durftest ja auch das Zimmer wechseln oder tauschen, ne? Das hat er ja mit Dingens, mit Sayaka gemacht. Ja. Ja, sonst steht da nix. Das hatte ich schon gelesen. Goodbye. Well then, let's disperse. I'll see you all tomorrow. Following his lead, each of us went back to our rooms. Ah, that's right. I need to put away the knife that I got from Toko. Er versteckt das jetzt richtig gut in diesem Desk Drawer, ne? Ja, wo jeder genau sofort weiß, wo es ist. Ja. Richtig toll. I think the safest place for it will be in my desk drawer. Wie wär's mit unter deinem Kopfkissen? Naja, da würde es man auch vermuten. Oder unter der Matratze. Ja. Ich glaube, man würde am ehesten sofort... Ja, aber unter seinem Kopfkissen musst du ihn ja wecken, um da ranzukommen. Also ich, was ich machen würde, ist, das auf dem Boden des Mülleimers zu verstecken. Was ich machen würde, wäre das so über der Tür zu positionieren, dass wenn jemand sich reinschleicht oder das einbrechen ist will, ja, aber dann bist du ja direkt das Messer in den Kopf. Dann bist du ja direkt der Mörder und löst ein Class Trial aus damit. Ist das da, wie ist das dann eigentlich? Ist man dann der Mörder? Ja, wenn du das da platziert hast, war es ja offensichtlich eine Falle. Ja, aber der ist ja selber schuld irgendwie. Ja, nee. Es war ja eine Falle. Ja. Aber ich würd's verstecken in einem Mülleimer. Ich würde es einfach in den Mülleimer schmeißen und Sachen oben drauf packen, sodass man es nicht mehr sieht. Ja. Und würde da irgendwie so alte Unterhosen und gebrauchte Kondome reinpacken und so, damit niemand sich traut, da rein zu die Fusselrolle darüber packen, ne? Genau. But anyway, is Kyoko really gonna be okay? She can't get into her room. Und vollgeschissene Unterhosen würde ich damit reinpacken. Ja, Makoto, geh doch mal nach ihr gucken, ob's ihr gut geht. Isn't there something I can do? Doch, du kannst losziehen und nach ihr schauen. Something I can. Und dann nimmst du das Messer besser mit. Um die Häuser. Es hat gepimmelt. Ah, da kommst du vielleicht schon.
As I opened my eyes, I realized I'd fallen asleep without realizing it. I realized I'd fallen asleep without realizing it. War das not without realizing jetzt auf das fallen asleep oder das not realize without realizing bezogen auf das realized? I realized without realizing it. Das ist jetzt eine Frage. Realisiert man, dass man etwas realisiert? Keine Ahnung, ey. Weil man realisiert etwas, aber man denkt nicht sofort, boah, ich habe das gerade realisiert. Man merkt aber nie, wenn man einschläft. Und dann hast du realisiert, dass du realisiert hast, dass du realisierst. Und das geht in der Endloskette so weiter. But more important, did I hear the doorbell? Und die Tür öffnen wir dann beim nächsten Mal. Jo, bis dann, Leute. Ciao. Ciao.